Obwohl es noch anderthalb Jahre dauern wird, bis wir endlich Star Wars 9 sehen werden, ist es nie zu früh, sich Gedanken zu machen, was denn in dem Film passieren könnte. Deswegen stelle ich heute drei Theorien zu diesem Thema vor. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Fangen wir sofort an. Nummer 1. Rey konstruiert ihr neues Lichtschwert. Das Lichtschwert der Skywalkers musste leider in Star Wars 8 dran glauben, weshalb Rey in Star Wars 9 vorerst lichtschwertlos ist. Vielleicht werden wir zum ersten Mal in einem Star Wars Film sehen, wie ein Lichtschwert konstruiert wird. Ich weiß, dass es das schon in The Clone Wars gab, aber ich denke, es wäre viel geiler, es mal in einem Film zu sehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein Doppellichtschwert werden wird, da sie ja früher mit einem ähnlichen Stab gekämpft hat. Vielleicht sehen wir auch eine neue Variante. Wer weiß, ich für meinen Teil freue mich drauf. Nummer 2. Kylo Ren als krasser Bösewicht und wie seine Geschichte endet. Kylo ist meiner Meinung nach die interessanteste Figur in Star Wars 7 und vor allem 8. Am Ende von Die letzten Jedi ist er wieder sehr auf Angriffsmodus und ich hoffe, dass er im 9. Teil sehr, sehr stark ist. Dann kann man sich natürlich noch fragen, wie seine Geschichte ausgeht. Da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder er wird wieder zur guten Seite bekehrt oder er bleibt böse und stirbt. Oder er stirbt und wird zur guten Seite bekehrt gleichzeitig. Denn da das ja Star Wars ist, gehe ich mal davon aus, dass die Guten gewinnen. Ich wäre für eine Bekehrung, da er als Charakter viel zu interessant ist, um einfach nur eindimensional und böse zu sein. Und Nummer 3, Machtgeister. In Star Wars 8 haben wir mit Yoda zum ersten Mal gesehen, was für krasse Sachen Jedi-Geister machen können. Das öffnet natürlich Raum für ganz viele verschiedene Dinge. Man könnte Obi-Wan wieder haben, Yoda, Luke und vielleicht sogar Anakin, die Rey auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Am geilsten wäre es natürlich, wenn Anakin mit Kylo spricht und ihn irgendwie versucht, von der hellen Seite zu überzeugen. Dass er ihm seine ganze Geschichte erzählt und dass er alles verloren hat. Denn Kylo bewundert ja seinen Großvater und wird auf ihn wahrscheinlich am meisten hören. Außerdem könnte man dann auch mal eine kleine Interaktion zwischen Anakin und Luke sehen. Oder zwischen ihm und Obi-Wan. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und ich hoffe, sie werden in Star Wars 9 genutzt. Worüber würdet ihr euch freuen? Schreibt mir mindestens einen Wunsch für Star Wars 9 in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.